Ja, Sekunde. Ja, er kann gut würfeln, aber er ist halt trotzdem noch Quali 4 oder so. Als Mannschaftssprecher? Ja. Vor allem gegen also das. Du hast damals gesagt, der ist auch Quali 4, als ich gefragt habe. Das möchte ich reden. Du kannst sehen, wie vier andere Leute nach vorne treten. Ich bin Alrek. Das muss ich shippen. Einmal glücken und dann nochmal shippen. Also du hast es doch schon geschippt. Ja, aber nee, das ist ja trotzdem die gleiche. Einmal geglückt und einmal gechippt. Ja, ich musste das zweimal. Geht das? Selbst mit 9 Punkten ja, gewinnst geht. Du aber, glaube ich. Aber du kannst nicht. Keine 2 Schicksalspunkte ausgeben für eine Probe. Okay. Glaube aber, selbst mit 9 Punkten gewinnst du das nicht. Aber mir nur, dass du es weißt, wenn die jetzt meutern, ich bin auf deren Seite, ja? Sorry, nichts Persönliches, aber ich weiß, wo mein Brot gebuttert wird. Nämlich in der Küche. Was hat denn Qualität 4 NSC? Ich glaube 10. Muss ich gerade gucken. Q4. Die würfeln auf die 14, 14, 14. Was hat er gewürfelt? Eine 12. Da hat er nochmal 2 Punkte übrig. Und die Talentwerte sind 10. Oh, dann haben wir 12 übrig. Aber seine ist um 3 erschwert. Ist um 3 erschwert. Eine ist um 3 erleichtert. Genau. Das heißt, wir sind eigentlich sind wir auf 9 Sterne und 9 Sterne. Aber müsste Diamantis dann nicht gewinnen, wenn er einen höheren SO hat? Nee, mit dem SO. Genau. Aber in diesem Falle kann er einen höheren SO ausspielen. Ja. Warte. Aber in diesem Falle möchte er den Typen nicht suggerieren, dass sie auf ihn hören sollen, weil einer von ihnen ist, sondern seine Autoritätsposition untermauern. Und da sollte der höhere SO eigentlich ein Vorteil sein. Ja, aber mit dem Plus 3, Minus 3 hast du es dann noch geschafft. Ansonsten wäre es eine Plus, Minus 0 gewesen. Und dann klappt das. Es tritt zumindest jetzt gerade kein weiterer nach vorne. Für den Moment nicht. Ist abgesagt. Zumindest für den Moment nicht, ja. Dragan lässt Isumaban los und der bricht erstmal zusammen. So, schleif ihn runter in die Zelle. Und ihr kümmert euch um einen neuen Mannschaftssprecher. Darf ich ihm noch Salz reinreiben? Tu was auch immer du willst mit ihm, der ist mir egal. So, bis morgen zur morgendlichen Messe möchte ich, dass ihr einen neuen Mannschaftssprecher verkünden könnt. Und der sollte dem Schiff gegenüber die nötige Disziplin mitbringen können. Ja, du hast das gemurmelte Arschloch von vielen Leuten da unten. Zumindest sagen sie nicht, dass sie... Wir wollen greifen und zurück! Zumindest sagen sie nichts davon, dass sie Alrek sind, aber ein Arschloch bekommst du trotzdem zu hören. Derweil bei Zulamin und Serpentilio. Die sitzen nach 10 Minuten des angestrengten durch Gläser und Kessel und Bücher wühlens, denn hoffentlich mehr oder weniger glücklich da und Serpentilio streichelt eine... Was war es eigentlich, wenn der Spinne die ganze Zeit gehalten hat? Eine Vogelspinne. Aus dem maraskanischen Urwald, bekommen von dem Spinnenexperten. Ja, also wenn die nicht irgendwie abgehauen ist, nicht mal sie waren im Glas, dann, wie gesagt, sitzt der Benhiro da und streichelt sie relativ fröhlich. Tatsächlich ein sehr farbenfrohes Exemplar, denkt ihr nicht? Gib mir mal eine Tierkundeprobe. Ist halt immer noch eine Tarantel. Ja, Tierkunde ist ein Wissenstalent. Wo hab ich's denn? Ach ja. Nicht aktiviert. 7 Punkte, das sollte reichen. Okay, ja doch, nehme ich. Klugheit 17 ringelt sowas. Was habt ihr nur alle mit Spinnen? Was heißt alle? Nun ja, der Junge und Abelmir und ihr? Nun, ich habe mir die kleinen nachtbeinigen Dinge angewöhnt, als ich zum Studium meiner Magusarbeit ins Arachnoidal Magist schauen musste. Ihr seht hier das Exemplar, das wir im Brabak haben, war mit einem Zauber belegt, der fortwährend, vor allem solche hier, ergibt der Tarantel noch mit dem Zeigefinger einen Strich über den Thorax? Ja. Das Hinterteil halt. Nein, das ist das Abdomen. Das Ding halt. Fortwährend anzog. Ah, ich wünschte, ich hätte ein solches in die Hand bekommen können. Ich konnte es nie länger als ein paar Minuten aushalten dort. Einige waren giftig, müsst ihr wissen. Ich meine, wir hätten ein Exemplar. Jede Bitte, was nun? Es müsste hier irgendwo sein, denke ich. Ich glaube, Kanetsidiana... euch. Alle Papiere von Kanetsidiana liegen dort. Und alle von euch, was das angeht, liegen dort. Aber bitte durchwühlt sie es nicht, sie sind schon sortiert. Nein. Nun, dann solltet ihr Abelmir fragen. Vielleicht hat er es an sich genommen.
Ich meine mich zu erinnern, dass Kanizitianas in Al-Anfa von diesem Spinnenforscher bekommen hat, von dem auch diese Spinne ist. Oh, ihr meint den alten Spinnenbein. Ja, dieser Name ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Ich bin sicher, ja, er hat einen anderen, aber ja, ich denke, wir reden von demselben Mann. Er war mal zu einem Gastvortrag in Barabak. Sehr exzentrischer Mann. Sehr versponnen. Ja. Du bist zum Glück nicht da, das müsste ich jetzt lachen. Ja, diese Spinne, von der Boltax sprach, die gegessen wurde, ja, das war er. Wir hatten uns eigentlich noch Informationen von ihr erhofft. Nun, aus einer einfachen Spinne kann man, glaube ich, nicht so viel herauspressen. Darüber maße ich mir kein Urteil an, aber Boltax war ganz zuversichtlich. Es gibt ja einige interessante Thesen zu, die aber sicherlich gerade euren Fachhorizont überschreiten, wenn ihr versteht, was ich meine. Nun, ich bin nicht dumm, Serpentilio, aber ich gestehe, dass sich mein Interesse an Spinnen doch relativ in Grenzen hält. Nun, es ging auch eher darum, dass euch die magische Grundbildung fehlt. Nichtsdestotrotz, vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt. Wenn ihr doch, ihre Bitte, ja, er nicht wirft, aber setzt ihr das Ding relativ ungeniert in den Schoß. Ich muss dann wohl mal. Und dann, du bist ja dahin, dass der nicht aus dem Fenster geworfen hast, nimmt er sich halt den Stapel Papiere, die er Kanasetiana zugeordnet hat, und geht Richtung. Wie? Ich habe jetzt diese Spinne auf dem Schoß, oder was? Ja. Scheint ja ganz zahm zu sein. Sulamin sieht die Spinne angeekelt an und möchte sie dann vorsichtig wieder in ihr Glas zurücksetzen. Ja, würfel mal. Tierkunde. Er sagt beim Rausgehen noch, jetzt tut nichts so, als wären viele Beine ein Problem für euch. Das Thema hatten wir schon. Es ist eher, ach, ich weiß nicht. Ich kann auch nicht genau sagen, woran es liegt. Du merkst wohl, dass die Mandibeln vorsichtig in dein, also sie wollen so schon in deine Hand beißen, und du merkst wohl, dass da auch echt viel Druck hinter sein könnte, aber sie knackt eben nicht durch, sonst könnte sie sicherlich auch deinen Daumen abbeißen, also die Kraft von der Tarantel wäre da, das Gift ist aber weniger tödlich, und dann verschwindet sie wieder in dem Glas und du kannst schnell den Deckel wieder drauf schrauben, als dich die 8 widerlichen Augen anglupschen. Wage es ja nicht. Wenn ich mich nicht an dich erinnert hätte, dann würdest du jetzt immer noch hungern. Hat unser Kapitän noch selber was vor? Ja, ich warte darauf, dass Dax endlich zu dem Hexer geht, dass ich alleine in meiner Kabine bin. Und wenn er verschwunden ist, ja, bist du nicht allein. Jalans Geist ist immer bei dir. Ja. Er blickt stets auf dich hinab und sieht alles, was du tust. Wo ist Boltax eigentlich? Ja, ich habe doch gesagt, ich gehe zum Hexer. Okay, ja gut, dann ab zum Hexer. Dann würde ich die Tür hier hinter mir verschließen und aus meinem Gewand jetzt diese Sphärenlinse rauskramen und ja, anfangen zu experimentieren mit dem Ding. Erstmal in der dritten Sphäre gucken. Also ich würde mich erstmal auf das Schiff konzentrieren, ob ich das Schiff erkennen kann. Ich weiß nicht, wie es genau funktioniert. Also es ist ein Monokel. Du müsstest dir das Monokel aufsetzen. Okay, das würde ich dann machen. Und ich muss mich wahrscheinlich auf einen bestimmten Ort in der dritten Sphäre konzentrieren wahrscheinlich. Nee, wenn du dann durchguckst, kannst du erkennen, wie du du siehst vor dir die Kajüte, so wie sie eben auch ist. Allerdings kannst du sehen, dass Jalan dort an dem Tisch sitzt und sich wohl gemeinsam mit dir unterhält. Interessant. Ich probiere mich geistig im Schiff durch das Schiff zu bewegen. Schaffe ich das? Nee, du stehst weiter an der Stelle. Dann probiere ich mich. Also wenn du herumläufst mit deinem Monokel auf dem Auge, du kannst halt dahin gucken, wo du hingucken möchtest. Du siehst einfach nur, dass sich Jalan dort eben mit dir selbst unterhält. Auf dem einen Auge nicht, auf dem anderen Auge schon. Gut, dann würde ich mich mal auf den Limbus konzentrieren. Ich probiere als experimentell mich in den Limbus zu bewegen jetzt.
Ja, du versuchst sowas wie umzuschalten und konzentrierst dich ein bisschen. Gib mir mal eine Intuitionsprobe. Und dann merkst du, wie das Schiff vor deinem geistigen Auge verschwimmt. Alles wird unglaublich schnell und dann ist es nur noch grau. Zumindest auf dem einen Auge. Ich drehe meinen Kopf, um irgendwas zu erkennen. Alles ist grau. Schlieren. Interessant. Gut, ich würde dann das Monokel absetzen und darüber nachdenken, was ich mit diesem Artefakt weiter anfangen will. Also ich das Monokel muss ich wohl so verstehen, wie man so ein Monokel einsetzt, wahrscheinlich mit ja, so auch einklemmen wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Also du kannst das hier vor dein Auge setzen. Es gibt dann eben auch so einen kleinen, schönen, Bindfaden ist es nicht. Es ist eine Kette aus Bronze, die daran hängt und die könntest du dann hinter dein Ohr klemmen oder so etwas. Und könntest du dann eben aufsetzen, einklemmen mit deinen Augenlidern und dann blickst du dann durch. Ja. Interessant. Gut, dann würde ich mal wieder in die obere Tasche von meiner Robe verstauen und ja, drüber nachdenken, was mit diesen Pforten auf Marskan zu geschehen hat. Ob ich es wirklich wagen soll, die eine gegen die andere auszutauschen und wer mir dabei helfen könnte. Vor allem, wenn du jetzt abgesehen mal von deinen Helden, von deinen Mithelden, welcher Magier wäre verflucht genug, nicht nur verrückt genug, sondern verflucht genug, dass er eben sich auf so etwas einlässt? Und wenn du so ein bisschen überlegst, nicht mal mehr die Leute in Mirham fallen dir ein, nur noch Leonardo oder jemand aus Yol'Gurmak. Vielleicht sogar irgendwelche Hexer, die Helma Hafax eingestellt hat. Ich gehe mal meine Liste durch und vor allem, es bedarf ja eines fundierten theoretischen Magiewissens, um sowas überhaupt in ein Ritual einzuleiten und wer mir dabei helfen könnte, falls ich es wirklich machen wollte. Und so schläge ich in meinen Gedanken und Überlegungen dazu. Ja, du überlegst auch kurz wieder zurück nach Gareth, als du mit Iserun auf dem Konvent warst. Iserun fällt natürlich sowieso raus, aber du hast ja auch ein paar Erzmagier kennengelernt. Erzmagier im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch Jassafar würde sich so etwas eben nicht annehmen. Und ja, so vegetierst du dahin. Währenddessen kann Boltax eintreten und steht in der Gefängniszelle, du kannst wohl erkennen. Ich hätte zuerst mal noch das Vertrautentier geholt und ihn von seinem Eisenkragen befreit. Ja, das zappelt gerade schon unter deinem Arm und stehst dann eben in der Gefängniszelle, siehst dann wohl noch, wie einer von den Dukatengardisten, weiß nicht genau wie er heißt, an dir vorbeikommt, hat da wohl noch einen Matrosen, der sich hier verletzt hat, irgendwie Blut im Gesicht auf der Stirn. Während du gerade so ein bisschen das Hühnchen streichelst, was aufgeregt unter deinem Arm hin und her flattert. Verzeiht, Meister Boltax, ich muss einmal hier diesen... Ja, diesen geht nur durch. Ja. Scheppert einmal, die Tür wird aufgerissen, er wird reingeschleudert, Tür wird wieder zugeschmissen. Dann klopft er sich einmal seine Hände ab und blickt dich an. Ja, die beiden... Kann dir helfen? Ja, die beiden sind zu entlassen. Ich muss aber davor noch mit Answin sprechen. Hier, Celchion, ihr seid bis auf Weiteres wieder frei. Ey, das mit den Fußnägeln war gar nicht so gemeint, ja? Das war ich ja auch gar nicht. Ja, genau. Soll nicht wieder vorkommen. Wenn es nochmal vorkommt, dann geht's zurück hier ins Kittchen. Ne? Die schwarze Hexe ist verrückt, Mann. Ja. Ist, wie gesagt, soll nicht wieder vorkommen. Ich hoffe, du hast deine Lektion. Ich achte da jetzt wirklich drauf. Gut. Dann ab. Aber was ist denn mit Answin? Der ist jetzt auch... Ja, mit dem rede ich jetzt noch kurz und dann kommt der auch wieder. Answin! Dann läuft er erstmal nach draußen vorbei an den Wachen, die noch so ein bisschen schikanieren. Dann läuft er zurück übers Batteriedeck in die Kombüse. Ja, ich würde dann erstmal Etibron absetzen, eben nochmal so liebevoll über den Kopf tätscheln. Ja, jetzt bist du wieder bei deinem Herrn, nicht wahr? Answin, komm mal her. Ja, er tritt auf die andere Seite der Tür an die Käfige und blickt dich an. Ich weiß, was ihr seid. Und ihr wisst, dass ich der oberste Bordmagier hier an Bord bin. Das bedeutet, dass ihr ab sofort unter mein Kommando fallt. Ist euch das bewusst? Was willst du denn jetzt von mir? Nun, erst einmal, vielleicht könntet ihr euch bedanken, dass ich euch euer Vertrautentier zurückgebracht habe. Ey, aber Chikoran und ich, ich hab nie was gemacht. Ich weiß. Ich hab als Koch angeheuert. Ja, ist ja gut. Nur seid ihr nun mal ein Hexer, nicht wahr?
Ja, schon, aber ich habe trotzdem als... Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ihr werdet auch weiter kochen dürfen. Das ist vollkommen in Ordnung, aber die Verantwortlichkeit verschiebt sich nun, weil ihr eben in der Lage seid, gewisse magische Rituale und Fertigkeiten einzusetzen, bin ich ab sofort für eure Handlungen verantwortlich. Das ist euch bewusst, oder? Ich kann nicht mal zaubern auf diesem Scheißschiff, Mann. Naja, ihr könnt theoretisch schon zaubern. Es ist, fällt euch nur sehr schwer, nicht wahr? Ich hab's versucht, das funktioniert nicht. Mhm. Das liegt daran, dass ihr nicht im Kontakt mit Sumu seid. Scheiße, Mann. Ich bin eher so in Richtung Setuaria. Ja, ja, natürlich. Hat erstmal angefangen mit Poppen im Wald, Mann. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber ich erkläre euch das einmal ganz kurz. Also, der Setuaria-Kult stammt ja quasi vom Sumu-Kult ab. Wir Geoden haben euch das damals alles gelehrt. Ja, ja, bla bla bla. Den Druiden. Naja, ich will einfach nur wieder kochen, Mann. Lass mich zu meinen Kartoffeln. So, jetzt erstmal ruhig sein, zuhören. Ja? Also, ich bin ab jetzt für dich verantwortlich. Das bedeutet, du wirst einige Aufgaben übertragen bekommen, die du als normaler Koch nicht übertragen bekommen hättest. Ist dir das klar? Kriegst mehr Geld? Kommt darauf an, ob du die Aufgaben zu meiner Zufriedenheit erfüllst. 7 Dukaten habe ich gehört. Pro Tag? Klar. Nein. Seid ihr ein ausgebildeter Magier? Ich bin ausgebildeter Hexer. Aha. Und das heißt, habt ihr irgendein Zertifikat, das ihr mir zeigen könnt? Hast du ein Zertifikat von deiner Druidenschule? Selbstverständlich. Ich habe hier mehrere Zertifikate, zum Beispiel von der... hier. Ich würde... Du hast gar nichts. Du hast einen Scheiß. Du hast nicht mal eine Widermacherkappe. Nein, das ist... Ja, eine kleine Steintafel. Er hat einen Stab. Stimmt nicht. Wartet ihr... Ja, ich wollte doch gerade sagen, ich bin als Dozent gewesen. Ich habe ein Zertifikat von, Mann, wie heißt es denn jetzt? Belhanka. Belhanka, ja. Ja. Doch, hast du immer deinen Rucksack oder was? Und an Anfa hoffentlich auch. An Anfa habe ich auch ein Zertifikat, genau. Also überall, wo ich gelehrt habe. Seht ihr? Hm? Da steht, dass ihr Magier seid. Richtig, zertifiziert. So, zack, bumm. Also, wenn ihr auch so ein Zertifikat habt, dann kriegt ihr 7 Dukaten. Ansonsten kriegt ihr weiter das, was ihr bekommt. Hm? Aber vielleicht winkt euch ja irgendwann so ein Zertifikat, denn ich bin berechtigt, ein solches auszustellen. Also enttäuscht mich nicht, wenn ich mit einer Aufgabe zu euch komme. Oh. Haben wir uns verstanden? Kriege ich El Chikoron wieder? Natürlich. Ich hoffe, das bleibt unter uns. Das bleibt unter uns. Kannst du den Jungs hier einen Vergessenstrank geben oder so? Halt die Schnauze. Ich könnte. Es bleibt unter uns. Und ich gucke einmal den Dukatengardisten an. Das sind fünf Dukatengardisten, ja, die dich anblicken. Ich nicke denen freundlich zu, zwinkere ihnen zu. Wir werden uns dann auch einmal unterhalten, nicht wahr? Wir werden Meister Raffin berichten. Ja, genau. Ja, dann würde ich den Anzwin rausschicken. Ihr könnt Raffin gerne davon erzählen, es ist mir einerlei. Ich weiß, dass ihr nicht herumtratscht, also von mir aus. Achso, Anson steckt sein Kopf nochmal rein. Und was ist mit Hahnkämpfen? Nein! Bis okay. Auf weiteres keine Hahnkämpfe. Scheiße. Aber El Chikoron ist einsam. Dann such ihm eine Freundin. Naja, El Chikoron ist ein Mädchenmann. Dann such ihm ihr. Ja, aber die Hähne zerreißt sie ja immer. Ja, dann vielleicht ein Adler oder so. Das ist eine Idee. Kratze ich so ein bisschen am Kinn und geht dann. Ah, ich liebe es, wenn ich jungen Beziehungen helfen kann. So, was ist mit diesem Alrik hier passiert? Könnt ihr mich darüber kurz aufklären? Na, er darf nicht mehr Alrik sagen. Ach so. Weiß eigentlich Ismarwan, aber der Name Alrik ist jetzt verboten. Hat er eins auch gesagt. Ich gucke ihn mir mal an. Hey Ismarwan, das war ziemlich dumm von dir. Ich heiße Alrik. Am Arsch. Und dann gehe ich. Ja, kannst du auch sehen, wie der abgebissene Dragan Revitos mit seinem Stiefel gegen die Tür gegenpollert. Es knallt noch einmal laut im Schloss und dann kannst du nach draußen aufs Batteriedeck gehen.